So, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Eine weitere Folge von Elden Ring ist am Start. Und ja, ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, wir haben uns das Mondschleier-Katana besorgt. Ein sehr, sehr mächtiges Schwert, muss ich sagen. Und wir haben aber noch einiges zu tun, bis wir es dann letztendlich ordentlich führen können. Denn dieses Katana, das skaliert extrem auf Weisheit. Und da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. Ich habe schon mal auf Stufe 4 jetzt hochgeklatscht. Ich hatte noch ein paar Steine übrig gehabt. Und habe auch noch mal unser normales Uchigatana auf 8 schon hochgebracht. Also da hatte ich auch noch ein bisschen was offen. Wir haben ja jetzt diverse Farmspots da gefunden. Da kann man ja ordentlich abfarmen, die Steine, und dann seine Waffen da hochpushen. Damit wir das Mondschleier-Katana ordentlich führen können, habe ich mal geguckt, ob es da irgendwo einen Farmspot gibt, wo wir sehr, sehr schnell an Seelen rankommen. Und da bin ich auch fündig geworden. Und dazu müssen wir lediglich einen Questschritt verfolgen, und das werden wir jetzt auch direkt machen. Voraussetzung ist natürlich, wir haben einen Bogen oder irgendeine Fernkampfwaffe und wir haben den ersten großen Boss besiegt, und zwar Gottrick, denn wir brauchen nämlich seine Rune dafür. Und dann, hier ganz am Anfang sind wir jetzt hier, da war ja hier die Gnade der erste Schritt, da gehen wir jetzt nochmal hin, und hier stand ganz, ganz am Anfang ein NPC, und der ist jetzt weg, und den müssen wir jetzt natürlich dann wiederfinden. Wir gucken mal, ihr seid ohne Jungfer. Dann ab nach Leonia mit euch. Sucht nach der Rosenkirsche westlich der Todesstadt. Okay. Haben wir auch noch schön Emote bekommen. Und ich habe schon mal geguckt, wo diese Rosenkirsche ist. Und da waren wir auch schon unterwegs gewesen. Und zwar hier in dem Gebiet. Und zwar glaube ich, entweder ist es hier oder hier. Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal hinbegeben. Ich würde sagen, dass wir hier unseren einzigsten Schnellreisepunkt hier in der Nähe nehmen. Oder wir können natürlich auch den hier nehmen. Komm, wir nehmen die Torstadt der Akademie und dann reiten wir runter. Wir werden mal gucken, ob es dann entweder die hier ist oder die Insel. Und da machen wir dann direkt weiter. So, würde ich mal sagen, rauf aufs Ross. Und dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Kirche da ganz oben ist. Das wäre jetzt natürlich nicht so gut. Weil dann haben wir nämlich noch ein ganz schönes. Ach du Scheiße, guck mal hier. Ganz schöne Stücke vor uns. Ich gucke noch mal kurz auf die Karte. Ein bisschen müssen wir noch. Würde aber ganz gerne mal gucken, was hier in der Hütte los ist. Ob es hier was Schönes gibt. Krabbenkocherhütte. Da gibt es sogar eine Gnade. Sehr schön. Die nehmen wir definitiv mit. So, mein Freund, was kochst denn du hier Schönes? Ach du Scheiße, was ist mit ihm los? What the hell is wrong with you? You trying to start something? Piss off, before I crack you in half. Was ist denn der so böse? Na komm, einmal mache ich noch, das möchte ich jetzt wissen. You trying to start something? Piss off, before I crack you in half. Okay, keine Ahnung, was jetzt hier, warum er so böse ist. Gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was mit dem hier los ist. Und was passiert, wenn man den angreift. Ob der was Schönes droppt, wäre natürlich interessant zu wissen. So, wir haben eine Mission. Und zwar, ja, das ist das hier oben. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass es so weit nach oben geht. Das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Nee, doch nicht. Wir sind schon drauf. Ui, hier sind die Viecher wieder. Ja, ist ja gut. Gut, dann probieren wir die andere Insel mal aus. Dann wird es mal, denke ich mal, die sein. Natürlich kann ich jetzt nicht auf meine Karte zugreifen. Das ist natürlich jetzt. Ah, doch, jetzt, oder? Nicht so. Ah, guckt mal, Leute. Ich glaube langsam, wir sind richtig. Ich glaube, wir sind richtig, Leute. Das sieht gut aus. Nee, das sieht nicht danach aus. Aber Leute, guckt mal, wer hier ist. Wir haben den Patches wiedergefunden. Aber erstmal machen wir die Gnade hier klar. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, was er Schönes für uns hat. It's me. Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only
supplier, so I haven't got much. But everything here is top notch. Hatches Emporium, now open in Rea Lucaria. So, gucken wir mal, was du Schönes hast. Natürlich haben wir jetzt hier keine Seelen aktuell. Steinschwertschlüsse für 5000, die Dinger werden auch immer teurer hier. Panzerbrecher hört sich auch sehr interessant an. Ein Opferzweig wieder auf 5000, also der wird immer teurer, der Kollege hier. Sehr, sehr interessant. Ja gut, mein Freund, haben wir dich auf jeden Fall wieder getroffen. Schön, dass du hier bist, schön, dass es dich gibt. Aber wir müssen eine Kirche suchen. Und dann kann es ja eigentlich nur noch die hier sein, dass wir hier hin müssen. Dass wir nochmal ein Stück zurückreiten müssen. Das machen wir auch direkt. Vorher sterben wir nochmal. Nee, doch nicht. Ui, da haben wir aber Suppe gehabt. Na, noch ein Stücke müssen wir. Noch ein Stücke. Da sind wir auch schon wieder fast bei dem Drachen, wo wir den Schlüssel zur Akademie gekriegt haben. Na, haben wir gleich. Ich kann hier noch keine Kirche. Ah doch, da hinten. Sehr schön, das sieht gut aus. Ja, du kriegst noch eine. Oh, hier sind aber ganz schön viele. Die Rosenkirche. Ui, Leute, was ist denn los? Eieiei, warte mal, da muss ich aber kurz erstmal absteigen. So hatte ich das hier nämlich gar nicht in Erinnerung. Was ist denn hier los? Ein Handbuch. Und hier ist er, der NPC. Den haben wir gesucht. Den müssen wir ansprechen. Da sind wir. You claimed a great room and had your audience with the two fingers at the round table home. What was your impression? Sie waren großartig. Well, what a relief that must be. You may go then. My work here is done. May the wisdom of the two fingers guide you. Nee, 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 wir sprechen dich nochmal an. Wir wollen was von dir. Aha, your intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Oh, I have a gift for you. Something fit only for the wise. Na, jetzt rückt das endlich raus. So, jetzt haben wir nämlich den blutigen Eiterfinger bekommen. Means for circumventing the draw of the two fingers.
Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my Lambkin. Jetzt können wir nämlich den PvP aktivieren hier. Und da müssen wir nämlich dreimal rein in die Welt von einem anderen. Und ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren oder wir können auch gleich wieder raus. Aber das müssen wir halt dreimal machen, damit wir dann den Quest, die nächste Quest hier bei ihm triggern. Damit es dann halt weitergeht. Das machen wir jetzt mal direkt. Wo ist er denn, der Blutige? Hier ist er. Und Attacke. So, das hat jetzt hier einige Zeit gedauert. Also nicht wundern hier, es hat wirklich mehrere Minuten gedauert, bis ich da irgendwo drinne bin. Ja, jetzt ist die... Ach, hier ist er. Gucken wir mal, wir können es ja mal versuchen, ob wir es schaffen. Hey! Natürlich eine ganz schöne Lanze in der Hand, muss ich ja mal sagen. Den hat er gut gemacht. Gut, muss ich lassen. Also PvP ist echt nicht mein Gebiet. Hat er gut gemacht, er hat gut gekämpft. Oder sie, besser gesagt, ist eine Frau. Schon wieder dieselbe, wa? Nee. Oder doch, das sieht so aus, bloß dass jetzt eine andere Waffe ist, wa? Schade, die ist echt gut. Also ich muss mir da echt im PvP, muss ich da echt noch ein bisschen üben. Schon wieder dieselbe, wa? Tatsache, schon wieder. Die ist wirklich sehr, sehr gut. So, nachdem wir da dreimal kläglich versagt haben, können wir wieder hier zu dem Typi. Und dann geht's weiter. So pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my Lambkin? Ja, salb mich. Tu es. Yes. Who would have it any other way? Now, take this. Gut, jetzt haben wir hier so ein Tuch Gunst des Fürsten des Blutes. For your final trial.
Genau, wir müssen mal jetzt mit dem Blut einer Jungfer tränken. Und das wird jetzt richtig übel. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. Das wird jetzt richtig übel, denn wir müssen nämlich. Wo ist denn das da? Ich glaube, das war hier oben gewesen. Dass wir nämlich hier so rumgehen und hier ist nämlich irgend so ein Turm, der uns die ganze Zeit da unten Statuswert aufzwingt. Der richtig übel ist. Müssen wir mal gucken. Wir reisen mal hier zum. Ah ne, das war ja hier unten, war der Kristalltunnel. Ne, wir gehen von hier aus, Leute. Wir gehen von hier vom Osttor aus. So, rauf aufs Ross. Wir müssen jetzt erstmal noch ein Stück reiten. Bis wir da letztendlich angekommen sind, wo wir hin müssen. Und dann haben wir es auch nicht mehr weit. Dann sind wir fast so weit, dass wir endlich Seelen farmen können. Da freue ich mich schon mega drauf. Weil ich würde schon ganz gerne den ersten Durchgang hier, den blinden Durchgang, schon etwas entspannter spielen und nicht auf jede Seele hier aufpassen müssen. Dass wir da entspannt leveln können. Und dann, wenn wir die nächsten Durchgänge machen mit einer anderen Klasse, dass wir da auf jeden Fall dann sehr, sehr akribisch und vorsichtig arbeiten. So, lass mich mal kurz gucken. Nee, wir müssen uns ein bisschen weiter rechts halten. Glaube ich. Also, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen. Okay, das sagt mir jetzt hier gerade gar nichts. Ich glaube, wir sind falsch. Ja, wir müssen da lang, möchte ich meinen. Probier es einfach mal. Ich habe natürlich nicht den Guide zu Ende geguckt. Hat natürlich mir nur ein bisschen anteasern lassen, wo es hier lang geht und was man da machen muss. Hätte ich jetzt mal natürlich mal ein bisschen weiter geguckt, weil das sagt mir jetzt hier gerade gar nichts, die Stelle. Ah, das sieht mir da richtig nach einem fetten Dungeon aus. Ah, ich kann da nicht mal die Karte öffnen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich. Doch, Leute, ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig. Da oben ist nämlich der Turm. Der uns diesen Statuswert hier auferzwingt. Guckt mal da. Das Auge von Sauron. Da müssen wir halt aufpassen, dass uns das nicht trifft. Ja, seht ihr? Na, Gott sei Dank haben wir noch geschafft. Okay, schnell los, 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 los. Ui. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und eine Riesenratte. Wow. Okay, Leute. Nein, 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 weg mit dir. Oh, ein zweier Schmiedestein noch. Den anderen traue ich mich jetzt nicht zu nehmen. Das war auch schon wieder ganz, ganz knapp gewesen. Okay. So, weg mit den Ratten, ich will hier nach oben. Jawohl, hat funktioniert. Puh. Das haben wir erstmal. Oh, eine Truhe. Shabiris Geheul. Das sagt mir jetzt gerade gar nicht. Sieht sehr interessant aus.
Was ist hier mit euch los? Nein, was ist denn hier los? Das hört auch gar nicht auf, wa? Doch, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, sehr schön. Tja, jetzt habe ich natürlich nicht weitergeguckt, wie es jetzt hier weitergeht. Irgendwo war jetzt hier nämlich nochmal eine Kirche. Wo nämlich da so eine Jungfer ist. Und da müssen wir nämlich hin mit unserem Tuch. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wo könnte die sein, die Kirche? Ich würde sagen, wir gucken mal hier jetzt in der Gegend. Oder ist es da unten? Da unten leuchtet irgendwas. Probier es einfach mal. Haben wir natürlich hier wieder diese blöden Ratten. Warum denn schon wieder Wahnsinn? Was ist denn hier los? Ach, die machen auch Wahnsinnsschaden hier. Die Viecher, guckt an. So ist es. Anscheinend macht hier jeder so einen Wahnsinnsschaden. Das ist natürlich heftig. Das waren übrigens unsere Seelen, die da noch lagen. So, jetzt müssen wir mal Ausschau halten. Aber ich denke mal, das wird da vorne sein. Sieht mir doch nicht danach aus. Ne, das sieht mir ganz und gar nicht danach aus. Da ist schon wieder so eine wandelnde Kirche. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Ich weiß nicht mehr, wo das sein könnte. Da muss ich mich eventuell nochmal belesen vorher. Da sind überall so eine Töpfe da unten. Guckt mal. Wir können ja hier nochmal kurz mal ein bisschen rumreiten. Boah, ich habe echt gedacht, dass es der Turm hier ist, wa? Ja doch, das sieht mir echt danach aus. Wir gucken mal. Den Sturmriesen oder was auch immer das hier ist. Hey, das ist was anderes, aber auf den habe ich jetzt gerade keinen Bock. Wir haben eine Mission. Hey, das ist das nicht, wonach wir gesucht haben. Hier kommen wir übrigens, glaube ich, mit unseren Schlüssel dann durch. Oh, der macht hier echt alles kaputt, wa? Da freue ich mich auch schon in Zukunft drauf, gegen den zu kämpfen. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Aber da werde ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal erkundigen, nochmal, wo wir hin müssen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier an der Stelle weiter. Ich bedanke mich, dass ihr am Start gewesen seid und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dann haben wir es auch hoffentlich in der nächsten Folge dann geschafft und können endlich dann ordentlich abfarmen. So Leute, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao, ciao.